Ja, hallöchen liebe Minecraft-Freunde, ich zeige euch heute ein kleines Tutorial, wie ihr in Minecraft einen Springbrunnen baut. Ich mache das sozusagen als Auftaktvideo. Ja, wir gehen einfach mal in die Tutorial-Map rein. Und da starten wir das Spiel auch gleich, starten wir es auch gleich direkt. Ja, ich zeige euch einen Springbrunnen etwa wie diesen oder genau wie diesen. Und ja, dafür braucht ihr einfach nur ein beliebiges Material. Also es kann dieser Stein sein, es kann aber auch was weiß ich sein. Es kann sein, was ihr wollt. Ihr könnt das bauen, woraus ihr wollt. Ja, und Wasser. Und den Eimer hier und die Erde habe ich einfach nur, um Fehler auszubessern. Gut, wir bauen einfach mal, wir fangen an mit einem ganz normalen 15er Kreis. Den kennen vielleicht viele von euch. Also da macht ihr einfach hier mal 5. Dann, also baut mir das einfach am besten nach, wenn ihr den noch nicht kennt. 2. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ja, ups, da habe ich einen kleinen Fehler, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, so, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1 und 1, 2. So, dann sieht euer Kreis so aus. Das ist eben ein Kreis, so crazy in Minecraft, in Minecraft eben geht. Ja, und das Ganze füllt ihr dann jetzt einfach so, ja, nein, ihr füllt das Ganze dann einfach mit Stein oder ihr bringt eben euer Material. So. Und ja, das füllt ihr einfach so. Und das Ganze grabt ihr dann 2 tief aus. Also ihr macht jetzt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und ihr grabt das Ganze innerhalb des Brunnens einfach 2 tief aus, beziehungsweise eigentlich wird der Brunnen dann nur ein tief, aber das hier unten wird dann so mit Stein ausgekleidet. Also ich mache das hier einfach mal, ich baue das alles hier ab und wir sehen uns dann. So, da bin ich wieder und ich habe das jetzt einfach alles mal geschnitten. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch den Brunnen wieder so schön machen. Also ihr füllt das Ganze jetzt einfach so mit Stein. Und das schneide ich auch nochmal kurz. Bis gleich. So, und fertig. Das haben wir jetzt. Jetzt sucht ihr euch die Mitte eures Brunnens, also eures Bodens. Und da baut ihr jetzt einen Turm, so aus irgendeinem Material. Und das hängt davon ab, jetzt wie hoch der Springbrunnen werden soll. Macht dann einfach mal so hoch. Gut, dann macht ihr hier oben Wasser drauf und den Turm da unten könnt ihr wieder wegschlagen. So. Und schon habt ihr einen Springbrunnen. Tja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch bitte eine Bewertung da und einen Kommi. Und ja, es werden ein paar weitere Minecraft-Tutorials folgen, vielleicht auch mal Let's Play. Ja, also vielleicht auch mal das Abo, aber jetzt wahrscheinlich eher noch nicht. Tja, gut, danke, ciao.